Willkommen zum Rift Report, eurem LoL Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schneid dich an und lehn dich zurück, denn diese Änderungen haben es wirklich in sich. Starten wir mit den Champion Buffs. Dort kriegt Cho'Gath als erstes etwas Liebe. Seit Ewigkeiten ist er ziemliche Grütze, daher bekommt er nun einen niedrigeren Cooldown auf den frühen Rängen des W. Dazu ist auch sein E-Base Damage auf den späteren Rängen besser. Diana Jungle braucht laut Riot eine Rückkehr. Alle, die sich an die alte Tank Diana Jungle erinnern, die einen ohne Damage-Items trotzdem one-shottet hat, ihr werdet sie mit Sicherheit nicht vermisst haben. Sie bekommt mehr Attack Speed Ratio und einen niedrigeren Attack Speed Growth. Das Ganze bedeutet aber, dass sie insgesamt immer noch deutlich mehr Attack Speed hat. Entscheidenderweise skaliert ihre Passive nun mit jedem einzelnen Level und nicht mehr nur alle drei Level. Im Late Game ist der Base Damage der Passive ein kleines bisschen schwächer, die Aktive der Passive hält dafür jedoch nun 2 Sekunden länger. Auch die Schmiedemaschine darf sich über einen um 2 Sekunden niedrigeren E-Cooldown auf den frühen Leveln freuen und Shen bekommt nun einen linearen Passiv-Cooldown-Refund. Das Ganze ist außer auf Level 1 und 18 ein ordentlicher Buff, insbesondere im Midgame schallert dieser Buff richtig rein. Sion bekommt mehr Bonus AD Scaling auf seinem Q und sein W hat nun ein deutlich besseres Max HP Scaling, verliert allerdings etwas Base Shield auf den späteren Rängen. Das Ganze bedeutet allerdings weiterhin, dass ihr ab Rang 2 mit mehr als 1000 Bonus Health einen ordentlichen Buff habt. Zu guter Letzt bufft man Trinder mehr, das heißt, er bekommt ein kleines bisschen mehr Attack Speed Growth. Bevor wir zu den Champion Nerfs kommen, würde ich euch kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welche Rolle ist eurer Meinung nach momentan die stärkste? Schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Bei den Champion Nerfs geht Riot noch einmal Briar an. Sie verliert W Healing, W Attack Speed und Ult Base Damage auf den späteren Rängen. Dafür könnt ihr nun auf ihr Lee Sin cosplayen und War Jumps machen. Gragas war auf der Toplane in den letzten Wochen extrem stark und war auch schon unser Höhenflug der Woche in unserem LoL Trends Format im Kluftkurier. Er verliert daher 30 Base Health und die Q-Mana-Kosten sind nun 80 Mana Flat anstatt 80 bis 60 Mana Scaling. Karma Mitte ist seit Wochen Astro Broken, daher gibt es nun eine richtig harte Nerfstelle für sie. Sie verliert Mana und Mana Regen pro Level, dazu gehen die Q-Mana-Kosten von, haltet euch fest, 45 Flat auf 40 bis 80 Scaling. Die Passive verliert dazu noch 1 Sekunde an Cooldown Refund und das reicht natürlich noch nicht. Das heißt, ihre Late Game Ult Cooldown ist nun auch nochmal ein kleines Stück höher. Dafür bekommt sie ein minimal besseres Ult Shield auf den späteren Rängen. Senna ist nun seit Ewigkeiten der beste ADC im Spiel. Daher haben die Minions nun nur noch eine 2,8 statt 8,33% Chance, Seelen zu droppen. Smolder, die Spyro-Raubkopie, kriegt jetzt so richtig eins auf die Fresse. Der Q225-Stack Execute ist nun niedriger und skaliert gar nicht mehr mit Passiv-Stacks. Dazu wird der Execute nur noch durch Damage von Smolder selbst aktiviert und nicht mehr zusätzlich auch durch Damage von Teammates. Warum das überhaupt jemand so war, das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, denn das war eine extrem dumme Mechanik. Zusätzlich dazu ist die Projektilbreite des W nun schmäler und der Bonus-Movement-Speed des E geht von 100 auf 70%. Volibear hatte ja einen absoluten Rekordgewinn in Sachen Winrate-Zuwachs nach seinen Patch 14.4 Buffs bekommen, daher verliert er nun Q-Movement-Speed auf den späten Rängen. Zusätzlich dazu ist sein Ult-Cooldown auf den frühen Rängen etwas höher. Die sogenannten Champion-Adjustments gehören ja mittlerweile zu fast jedem Patch mit dazu und so ist es natürlich auch in Patch 14.6. Starten wir mit Galio, bei dem man einfach praktisch alles anpasst. Seine Passive hat nun einen Cooldown-Refund, wenn man Champions oder epische Monster mit einer Fähigkeit trifft. Seine Passive prockt dazu nun Spell-Effekte und bekommt auch nochmal 40% Attack Speed. Dafür verliert seine Passive jedoch auf den späteren Leveln massiv an Base Damage und auch das AP Ratio ist um 10% niedriger. Sein Q hat einen niedrigeren Cooldown auf den späten Rängen, büßt dafür jedoch 5% AP Ratio ein. Die Damage Reduction seines W verliert sowohl Base-Wert als auch AP Ratio und MR Scaling. Allerdings hat das Ganze nur noch ein Bonus-Health-Scaling. Dazu geht allerdings der W-Base-Damage auf den späteren Rängen runter. Der E-Base-Damage ist auf allen Leveln schwächer, dafür macht der E nun allerdings mehr Damage an Non-Champions. Insgesamt sieht das für mich allerdings nach einem mehr als ordentlichen Buff für Galio aus. Kayn ist momentan nur auf seiner Blue-Form in den höheren Rängen viable, daher gibt es hier nun Änderungen, die Red Kayn stärken und Blue Kayn nerven sollen. Zunächst einmal könnt ihr nun keine Items mehr während der Q-Animation nutzen. Zusätzlich dazu verliert die Standard- und Assassin-Form von Kayn
25% Bonus AD Scaling auf der Ult. Red Kane bekommt dafür allerdings auf seinem Q nun minimal mehr Base Max HP Damage. Alle ADCs dürften sich nun freuen, denn da bufft man zumindest die Crit Items. Die Rolle an sich bufft man allerdings nicht. Warum nicht, erfahrt ihr in unserem letzten Kluftkurier-Video, Link dazu in der Beschreibung. Infinity Edge bekommt nun 50% statt 40% Crit Damage. Navori Quickblade gibt 5 zusätzliche AD, dafür beinhaltet der Build Path nun jedoch ein BF Sword. Zu guter Letzt geben sowohl Lord Dominic's Regards als auch Mortal Reminder 5% mehr Armor Pen. Fast alle Epic Items wurden genervt und sind nun alle im Bereich der in etwa 100 bis 110% Goldeffizienz, damit diese nun tatsächlich in einem Verhältnis zu Items wie BF Sword oder Needlessly Large Rod stehen. Epic Items sind zum Beispiel Barmy Cinder, Fiendish Codex, Haunting Guys, Serrated Dirk, Hextech Alternator und so weiter, die werden alle genervt. Solstice Slay kriegt auch nochmal Nerfs, das heißt die Buff Duration sinkt um 0,5 Sekunden und auch der Movement Speed geht um 5% runter. Die Support-Rolle ist schon seit langem die stärkste Rolle im Spiel, zumindest wenn es nach so ziemlich allen Experten geht, daher nerft man nun das Support-Item Active Gold um ca. 25%. Das macht man, indem Gold per Minion Kill, Gold bei Champion Damage für Ranged als auch Melee ordentlich runtergehen. Das Passiv Gold per 10 ist jedoch unverändert. Die Quest Targets hat Riot natürlich berücksichtigt, die wurden nun von 500 und 1000 auf 400 und 800 herabgesetzt. Bei den Systemänderungen haben die Void Grabs nun einen Decaying Heal anstatt einen Decaying Shield, wenn einer der Void Grabs stirbt. Die Lebensleiste stimmt also nun mit eurem Smite Damage überein. Die Meta auf Junglern und vor allem auf Supportern, Dorans Items zu kaufen, ist nun vorbei, denn die Dorans Items, Support Starter Items und Jungle Starter Items sind nun alle Unique Starting Items und können nicht mehr zusammen gekauft werden. Das war's für diesen Rift Report. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt unbedingt den Report aka Subscribe Button, denn jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier die offiziellen Changes von Riot. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne. Bis zum nächsten Rift Report, möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.